saved me! Oh, thank you! Thank you! Wait. Hold on a tick. I know you from somewhere. Don't I? Ja, du kennst mich irgendwo, ja. Ich weiß nicht, schmeißt du häufiger kleine Mädchen in den Himmel? It's you. Of course it is. Oh, this is awkward, isn't it? Hey, Mr. Lunchbox, me old eye-poking friend. Dann wurdest du also von Einsammel gerettet? Well, I'm a fair sight. I'm glad you did. Easy, easy! Hey, after I tossed you aside, you kept on doing things in Two Town, didn't you? And then you ended up destroying the big bad Royum. Am I right? So now the Queen's top servant in all of Two Town is dead, and I'm the one who could have stopped you from entering the town, but sorta didn't. So I'm the one she's gonna come after. So I fled. But now I'm here. And life's not great, yeah, and my life started getting worse right after I met you, yeah? Man, I don't hate you. Honest, I don't. I want that queen gone. And I think you're the one who's come closer than any of us ever did. And I can tell you don't think much of me, and I guess I don't fault you for that, but I'm glad you saved me all the same. So here, I don't have money, but I do have this lucky thread. I have a feeling you could use all the luck you can get. See you around, kid. Mr. Lunchbox. Huh. Even had helped someone who'd done nothing but be mean to her and been shown kindness in exchange. It's always nice when things work out that way. Even if the reward she was given was a short length of unremarkable and apparently useless purple thread. Ja, aber der lila Faden, der ist doch gut für uns. Dieser unscheinbare und offensichtlich nutzlose lila Faden scheint irgendwie wichtig zu sein. Ja, offensichtlich nutzlos, aber wichtig. Naja, klar, für die alte Teppichfrau brauchen wir den ja. So, was geht? Achso, das sind ja immer noch die. Und mit denen habe ich jetzt leider ja noch keinen. Das ist cool, das wollen wir schon haben. Ne? Also wir kennen die Regeln für das Spiel bei den einen beiden Betrügern dann noch nicht. Die heiligen Schlosser, was haben wir denn hier? Not on my watch, Nanny. You think she's here? I think probably in disguise. Okay, she could be anyone, anywhere. I think you're paranoid, Gary. I think that's something this wanted woman would say. Todd, if that is your real name. Okay, Verschwörung. Guck mal eben kurz hier mich um. You'd better watch out yourself. That dice you've got could get you some unwanted attention. Ist das so? Ich könnte aber erstmal hier ein paar Karten abhängen. Unwanted. 3 von 5. You'd better watch out yourself. That dice ja, you've got could komm, get you some unwanted attention. Hello there. That's a fine dice you've got there. Reminds me of QB. Oh, hi. I did. It seems like a lifetime ago. Me and QB. She was my dice.
We did everything together, fought for people too. Not like heroes, but we did good where we could. It was a good life, and then the No Dice War came to town. And there was a big climactic fight at the Quarterstone Arena, and, you know, we rolled a... Oh, and we lost. And afterwards, I couldn't face that. Face her. Ja, warum konntest du den QBs Anblick nicht ertragen? I don't know. I couldn't face anyone. Couldn't face myself. And QB, she knew me better than anyone else. So looking at her was like looking at myself, you know? She knew how much I'd lost. And I just couldn't be with her anymore. After that, QB and I went our separate ways. I thought so often trying to find her, but as time went on, it just seemed bigger and bigger until there was simply too much to apologize for. And so I never have. Hast du versucht, sie zu finden? No, I couldn't. I can't. You'd better watch out yourself. That dice you've got could get you some unwanted attention. Ich habe meinen Würfel. Wir können helfen. How? Find QB. Enter the arena and win the fight I never could. It'd only be a symbolic victory anyway. The Queen's too strong now. But it would be a black eye for her. Yes, she hates people messing with her rules. If you could win that arena fight, that would put a smile on my face. You know, I don't even know your name, but I like your attitude. And if you do decide to face that arena, then I wish you luck. Ja, klar, in der Arena. The game arena is now ready for new challenges. Ach, interessant. Was für ein Zufall. Ja, gut. Da werden wir uns dann wohl den Pump stellen. Aber erst gucke ich, ich kann da in deinen Kopf. Geh ich da oben jetzt auch noch was? So, oh. Nichts übersehen hier. Ist die Frage, soll ich jetzt direkt in die Arena? Aber warum eigentlich nicht? Ihr macht immer noch nichts, ne? Ich brauche noch zwei Plakate. Nochmal die Arena. Da geht's rein. So, das war ganz gut. Die Frage, die sich stellt. Vielleicht noch ein Plakat? Nein, aber da haben wir noch was. Wieselgeld? Doch. Oh Gott. Ich bin hier mit Geld zugeschüttet hier gerade. Ich
will mich nicht beschweren, aber es wundert mich schon ein wenig. Ja. Sollen wir einfach mal reingehen? Oi, oi, looking to get an invincibility potion, are you? Well, you've come to the wrong place. I've got cards, though. Schon bist du hier falsch, ja, danke. Gut gesagt, dicker Fisch. Beschwöre eine Würfelunterlage. Wenn du darauf stehst, wird sie aufgeladen. Wenn sie geladen ist, würfelst du garantiert die höchste Zahl auf deinem Würfel. Ja, das ist ja... Pass auf, wir kaufen das einfach mal. Sog der Würfeldimension. Beschwöre eine mysteriöse Topfkreatur aus der Würfeldimension, die Gegner im Umkreis ihres Wirbels einfängt. Ja, pff. Komm. Ey, jetzt reicht das immer noch nicht aus, um hier neue Karten zu kriegen. Komm, machen wir den Bloop hier noch. Oder haben wir schon alle Karten-Ticks? Für dich. Also ich würde jetzt im Moment eh nichts Neues einstellen. So, ich glaube, wenn wir hier mal würfeln, geht's wohl los. Okay, das ist auch wieder ein längerer Parcours hier, wie ich sehe. Na gut. Ziel dieses Brettspiels ist es, das Ende zu erreichen und die verbliebenen Gegner zu besiegen. Sei vorsichtig, bei diesem Brettspiel verfolgt dich eine tödliche Spielfigur, die alles und jeden auf ihrem Weg verletzt. Okay. So, lass mich mal eben hier rum. Und dann lass mich mal würfeln. So, wir haben nicht allzu viel Points. Wenn ich den jetzt nehme, dann kriege ich zwei Sachen umsonst. Aber die anderen beiden kriege ich nicht mehr. Was aber nicht schlimm ist. Andernfalls hätten wir nämlich nur eine Karte bekommen. So, Hand des Schattenwands nehmen wir. Das ist noch nicht so gut, wie ich das gerne hätte hier gerade, aber okay. Kann ich irgendwie die beiden hier komplett erwischen? So, das sieht gut aus. Eine 4 ist schön. Dann holen wir uns den mal rein. Nur 6 Points. Wir brauchen auf jeden Fall eine Waffe. Ein Dreierschritt. Kristallfluch ist auch immer gut. Und ja, ich könnte mich auch heilen, aber den könnten wir auch anpingen. Und nehmen den noch.
Das hier ist die Wand, die mich verfolgt. Das ist, wir müssen würfeln, wir müssen weiter. So, 4 Points. Wir bräuchten eher 5. Aber hängt davon ab. Na. Egal. Wir nehmen das mal so. Das können wir jetzt gebrauchen. Kristallfluch nehmen wir auch nochmal. Die Blase nehmen wir mal hierfür. Okay, das sieht gut aus. Hm. 4 Points. Ah, erstmal den. Dann können wir nämlich fast alles nehmen. Bogen haben wir, glaube ich, noch, aber ist egal. Dann haben wir den wieder voll aufgeladen. Nehmen wir jetzt noch. Ne, ein eigener Bogen ist dann ja Quatsch. Lanze brauche ich momentan auch nicht. Ich muss weg, ich muss weg. Okay, nur eins ist jetzt nicht so dolle, aber wir können mal den nehmen. Dann haben wir 3 Points. 3er Schild ist noch nicht so wichtig. Kristallfluch brauchen wir eigentlich immer. Ja, 3er Schild brauche ich momentan auch nicht. Aber weil wir es können. Was ist das denn? Achso. Wir haben 4 Punkte, wir können aber auch noch die Zahl verringern. Also die benötigte. Dann heilen. Genau, okay. Gegner ist gerade keiner mehr da, ne? Das heißt, wir bräuchten die Hand nicht. Zahlflug nehmen wir wieder. Oh doch, da ist. Obwohl, ist der schon tot? Ich weiß gerade gar nicht. Machen wir einfach mal so. Okay, weiter geht's. Sag mal, frag mich nicht. Haben wir was zum
Schade, wir können leider nicht alles nutzen jetzt. Gar nicht so einfach. Nehmen wir lieber den hier. Machen hier. Nehmen wir den auch noch? 1, 2, 3, 4, 5, ne, brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir könnten den anpinnen. Und des Schattenmanns nehmen wir. Einer Bogen nehmen wir. Einen nehmen wir. Okay. Nicht. Aua. Moment. Naja, eins ist ja jetzt nicht so der Hit. Drei sieht besser aus. Ja, okay, das ist jetzt eigentlich alles unnötig gewesen. So, da können wir was Schönes mitmachen. So, passt das schon. Stimme ich, glaube ich, dahinter, damit die auf mich zukommen. Und, ja. So, eine 3, eine 3, eine 3. So, nee, nicht. Ich wollte, hätte fast jetzt ohne was zu nehmen losgelegt. Das wäre doof gewesen. Erstmal den. Die Hand auf jeden Fall. Dann Heilung. Zeitblase schadet auch nichts, glaube ich. Und dann noch, ja, den nehmen wir. So. Geht's. Oh, oh.
damit jetzt. Defeat all the enemies and the board game ends. Yay. So. War aber nicht so. Kristallflug ist eigentlich immer sinnvoll. Dann kann ich aber auch nur noch die Viererlanze nehmen. Ah ne, ich kann mich auch heilen. Immerhin. Der Bogen des Regelmeisters ist aber auch schön. Ein toter Würfel. Der leblose kleine Körper von Kubi. Den Würfel von... Oh. Das ist aber tragisch. Das ist bitter, dass wir jetzt den toten Würfel gefunden haben. Und auch bitter ist, dass ich nun... ...diese Aufnahme beenden muss. Und ja, dann werden wir beim nächsten Mal die schlechte Nachricht überbringen. Und dann müssen wir halt mal schauen, was wir hier noch so haben. Wir müssen noch zwei Sachen für die Teppichmeisterin machen, zwei Fäden noch besorgen und haben noch, glaube ich, noch ein paar andere Aufgaben hier zu erfüllen. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich hoffe, euch hat das gefallen. Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ich glaube, das hier bringt jetzt nichts, weil er jetzt gleich nicht speichern wird nochmal. Ja, und dann freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaut. Bis dahin sage ich ciao, ciao.